So, heute möchte ich dir zeigen, wie du deinen Kragen und deinen Raglan beendest. Wir haben ja hier nun den Pullover gestrickt. Ich habe meine Ärmel noch nicht fertig, wie du siehst, aber deine sollten fertig sein. So, dann haben wir hier unsere Anschlagskante. Hier ist mein Kragen. Wenn du jetzt einen ganz normalen Kragen dran stricken möchtest, egal ob Rundhals oder V-Ausschnitt und jetzt keine Kapuze, dann nimmst du hier alle deine Maschen rundherum auf. Ringsherum und strickst dann hier deine Abschlusskante dran. Dafür kannst du ein ganz normales Bündchen stricken oder du strickst hier unser Muster als Abschlusskante. Dabei musst du, wenn du einen V-Ausschnitt strickst, beachten, dass du hier vorn in der Mitte beim V-Ausschnitt immer drei Maschen in der Mitte zusammenstrickst, um eben dieses V auch zu formen. Und dann strickt man so 2, 3 cm Bündchen auf jeden Fall eben oder unsere Abschlusskante. Das kannst du machen. Oder du strickst wie ich eine Kapuze und das möchte ich dir heute zeigen. Ganz kurz darauf eingegangen, warum wir den Kragen jetzt erst anstricken und nicht vorher. Es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Die Maschen hier unten, die dehnen sich ja bis fast zur Unendlichkeit da unten. Der Anschlag tut das ja nicht, der ist irgendwo fester. Ne? Der ist irgendwo, ist natürlich die Dehnbarkeit des Anschlags. Wenn ich beides dehne, siehst du, kann ich hier unten weiter dehnen und der Anschlag geht nicht weiter mit. Und genau das wollen wir auch haben, denn das ist wichtig. So ein Pullover braucht gerade am Kragen etwas Formstabilität. Du willst ja nicht, dass dein Kragen immer größer wird und dir irgendwann auf den Schultern landet, weil sich hier eben die Maschen dehnen, sondern du möchtest, dass der schon formstabil ist und dass der dort bleibt, wo der ist. Deswegen stricken wir den Kragen nicht von Anfang an mit dran, sondern nehmen am Ende hier die Maschen wieder auf und stricken die dran. Gerade bei so einem Kamenausschnitt würde das sonst bedeuten, dass der hier dir irgendwann über die Schultern rutscht, weil der natürlich sich dehnt und durch die Schwerkraft, denn Wolle wiegt ja auch ein bisschen, zieht alles nach unten und zieht alles breiter. Das wollen wir nicht. Und gerade nach dem Waschen leiert das halt durchaus auch immer ein bisschen. Und deswegen schlägt man den Kragen erst ganz normal an und den Raglan und nimmt eben die Maschen danach wieder auf. So. Also für deinen normalen Kragen nimmst du alle Maschen rundherum auf und strickst dann hier 2, 3 cm Bündchen oder eben unsere Abschlusskante und ich zeige dir jetzt, wie die Kapuze gearbeitet wird. Arbeitest du die Kapuze, dann musst du nämlich hier nicht alle Maschen aufnehmen, sondern du nimmst nur von da auf, wo du angefangen hast anzuschlagen, bis dahin, wo du aufgehört hast anzuschlagen, ohne unseren V-Ausschnitt hier und auch ohne deinen Rundhals. Ja, so machst du das. So, das heißt, hier ist mein Anfangsfaden, hier habe ich ja angefangen, da kann ich rein. So, und dann hole ich mir direkt hier eine Masche raus. Zack. Und da muss ich natürlich gucken, dass mein Endfaden auch lang genug ist zum Vernähen. Huch, ist mir rausgefallen. Also nochmal rein da. So, durch. Und dann eben gucken, das ist nicht mein Endfaden. Hier ist mein Endfaden. Der sollte ungefähr so 10, 12 cm sein, damit ich noch Platz habe zum Vernähen. Und dann nimmst du die Maschen rundherum wieder auf. Die erste habe ich hier schon. Und jetzt siehst du hier deine Maschen, die nach oben gehen. Und genau da gehst du rein, denn da lässt sich das gut finden, wo die herkommen. Und dann musst du halt auch gar nicht viel zählen. Da nehmen wir die draus auf. So. Zack, durch. Hier meine Raglanmasche. Du musst bedenken, das, was wir vorhin unten hatten, das ist jetzt die Mitte von den zwei Raglanmaschen. Ne? Das heißt, hier ist noch eine, aber aus der haben wir zugenommen. Die befindet sich dann hier drüben, nämlich, weil die Maschen laufen ja in diese Richtung. Da laufen die hoch und wenn wir die umdrehen, nehmen wir genau dazwischen aus. Ja? Hier läuft eine hoch, da läuft eine hoch und wir nehmen genau aus den Maschen dazwischen unsere Maschen auf. Und das machen wir jetzt auch die Runde rundherum, beziehungsweise bis dahin, wo ich angefangen habe. Und dann strickst du direkt eine Rückreihe.
links und eine Hinreihe rechts und nochmal eine Rückreihe links und eine Hinreihe rechts, also danach genau drei Reihen und dann zeige ich dir, wie die Kapuze gearbeitet wird. Ich arbeite mich mal bis dahin vor, nämlich. So, ich habe meine drei Reihen gestrickt und du siehst jetzt, du siehst eigentlich einen sehr homogenen Übergang und eigentlich siehst du gar nicht, wo du aufgehört hast oder wo wir angefangen haben hier. Du siehst, wie die Maschen hier weiter rumgehen. So soll das nämlich auch sein, wenn du richtig eingestochen hast. Und wenn man dann genau hinguckt, hat man dann hier drin diese kleine Wulst. Das ist unser Anschlag und das ist aber das, was Stabilität gibt. Ja? Also von außen sieht man nichts und so soll das auch sein. Von innen hat man hier eben diese kleine stabile Kante, die aber auch insgesamt sich im Strickwerk in den linken Maschen ganz homogen einpasst. Die ist hier nur ein ganz klein bisschen erhaben. So. Jetzt wollen wir unsere Kapuze machen. Das heißt, ich stricke übrigens meine Randmaschen immer in rechts mit, ja, weil ich da wieder die Maschen aufnehmen muss. Und die Kapuze stricken wir wie eine Sockenferse. Das heißt, ich stricke rechte Maschen bis eine Masche vor dem Ende. Noch eine und da ist meine letzte Masche und die stricke ich auch. Du kannst das jetzt stricken wie eine Crazy Boomerang 2 zum Beispiel oder mit Hasenöhrchen. Ich zeige dir jetzt mal die Methode mit Hasenöhrchen. Dafür drehen wir um. Stechen hier ein, ziehen nach hinten, dann wird das eine Doppelmasche. Da, was so aussieht wie zwei Hasenöhrchen. Da. Da, hier vorne hast du die Nase vom Hasen, wenn ich es dir umdrehe. Sieh hier vorne, so, da hast du das Häschen, da ist die Nase und da sind die zwei Öhrchen drüber. Und dann stricken wir die natürlich links, wir sind auf der Rückreihe. Wenn du guckst, hast du hier jetzt den Hasen, da sind die Öhrchen und da ist sozusagen die Nase. Das hat hier rechts so einen Knubbel und dann diese Doppelmasche drüber. Jetzt strickst du linke Maschen bis eine Masche vor dem Ende und dann wenden wir wieder. Das ist die Technik der verkürzten Reihen. Die kennst du schon ein bisschen, bestimmt aus anderen Sachen. Wenn nicht, dann lernst du sie jetzt kennen. So. So, hier am Ende ist jetzt meine letzte Masche. Die stricke ich auch links. Dreh um, nehme den Faden nach vorne und ziehe jetzt auch hier nach hinten fest. Zack, und dann gibt sich hier auch eine Doppelmasche und da ist die Hasenschnauze hinten, weil die Hasenschnauze ist immer hinten. Und jetzt auf der anderen Seite bis eine Masche, also bis vor die Doppelmasche. Ne, da muss man ein bisschen hingucken. Du kannst das aber, wie gesagt, auch in der Technik der Crazy Short Rows machen, wie die Crazy Boomerang 2. Das geht natürlich auch. Du kannst es auch stricken wie die Crazy Boomerang 1. Das bleibt dir überlassen. Da such dir die schönste Methode aus. Ich zeige jetzt halt mal hier diese. So, die Doppelmasche erkennt man immer daran, dass die so ein bisschen dicker ist, weil die kleben ein bisschen enger zusammen. Dann stricke ich die nächste Masche. Dreh um. Stech ein, zieh nach hinten, mach mein Hasenöhrchen und strick jetzt wieder linke Maschen bis vor die Doppelmasche davor. Das machst du insgesamt so lange, bis rechts und links ein Drittel deiner Maschen plus die Randmasche zu Doppelmaschen verarbeitet sind und in der Mitte ein Drittel deiner Gesamtmaschen ganz normale rechte Maschen sind. Ja, das heißt, du musst deine Maschenanzahl insgesamt durch drei teilen und eben auf diese Maschenzahl kommen, dass du ein Drittel rechts, ein Drittel links hast. So, das ist hier schon meine Doppelmasche. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die nicht doppelt nimmt. Hier ist sie. Hier ist die doppelte. Hier ist die linke, die stricke ich.
und dann drehe ich um. Also wie gesagt, immer hin und her, bis rechts und links alle deine Maschen, ein Drittel davon zu Doppelmaschen verarbeitet sind und in der Mitte ein Drittel ganz normal bleibt. Und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. So, meine Maschen sind jetzt hier alle da. Hier habe ich ein Drittel Doppelmaschen, hier habe ich ein Drittel Doppelmaschen und hier in der Mitte sind die ganz normal. Das heißt, ich habe, wenn du von der Seite guckst, die Hälfte von meiner Kapuze schon gestrickt. Diese Strecke hier übrigens, also von deinem Kragen bis hier oben an den Rand, die hier, sollten mindestens 30 cm sein. Also das hier wirklich nachmessen, das müssen auf jeden Fall mindestens 30 cm sein. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist das gar nicht schlimm. Wenn es weniger ist, musst du jetzt mehr Zwischenrunden stricken. Und zwar stricken wir jetzt, du strickst ja zwischen rein, wir stricken ja nicht in Runden, so stelle ich gerade fest. Wir stricken jetzt erstmal rüber bis zu den Doppelmaschen und die Doppelmaschen stricken wir als eine Masche ab. Zack. Das heißt, du gehst wirklich unter beide Fäden drunter, hier, und strickst die als eine Masche ab. Das machst du natürlich mit allen Maschen, so, bis zum anderen Ende hin. So. Na, komm her. Immer schön runter und achtsam sein, dass man die auch wirklich richtig packt. So, letzte Masche stricken. So sieht das aus. Die sind also nicht zu sehen. Und jetzt umdrehen. Die erste Masche stricke ich links und dann links rüber bis zu den anderen Doppelmaschen. So, jetzt sind hier meine Doppelmaschen, ne? Die sehen hier auch doppelt aus und die stricke ich auch in dem Fall natürlich links als eine Masche ab. So. Und zwar auch alle. Und wenn ich jetzt hier am Ende angekommen bin, dann stricke ich, wenn du 30 cm hinten erreicht hast, im Mindestfall einmal eine rechts eine Reihe und eine Reihe links. Du kannst auch, damit es gefälliger fällt, also zweimal hin und her stricken. Wenn du weniger als 30 cm hast, dann musst du auf jeden Fall hier mehrmals hin und her stricken. Das ist auch nicht schlimm, das kann man durchaus machen, da passiert nichts. Ich stricke jetzt also einmal eine Reihe rechts hin und eine Reihe links zurück. Du kannst das auch zweimal machen und dann zeige ich dir, wie der zweite Teil hiervon funktioniert. So, ich bin jetzt hier zweimal drüber. Hier siehst du übrigens meine, wenn du ganz genau hinschaust, siehst du es, aber im Grunde genommen siehst du, dass die Maschen hier schön um die Ecke gehen und eigentlich gar nicht großartig auffallen. Da genauso. So, und jetzt stricken wir rechte Maschen bis dahin, wo wir vorhin die letzte Wendemasche gemacht haben. Also quasi über zwei Drittel der Maschen. So, das mache ich natürlich auch. Das kann man sehen, das kann man erfühlen, das kann man aber auch einfach erzählen, denn du weißt ja, wie viel Wendemaschen du vorhin gemacht hast und du weißt, wie viele Maschen du in der Mitte hattest. Das heißt, du zählst einfach und bist dann auch ganz sicher oder du guckst einfach nach. So, guck mal, hier, die geht nicht um die Ecke, die geht um die Ecke und die ist ein ganz, ganz, ganz klein bisschen knubbeliger, wenn man genau hinschaut. Das heißt, das ist meine letzte Masche aus der Mitte und hier ist meine erste Wendemasche und die wollen wir noch stricken. So, dann drehen wir um. Machen wieder unser Hasenöhrchen. Zack. Und stricken dann bis zur anderen Seite rüber. Eben auch bis an die Stelle, wo wir einfach nur über die Mitte drüber sind. So. Da.
Hier siehst du das auch, die gehen noch gerade hoch und hier ist so ein kleiner Knubbel, das ist der dickere Bupsel von der Doppelmasche und das ist also meine erste Wendemasche gewesen, die stricke ich auch links, dreh um, heb die Masche ab, mach mein Hasenöhrchen und dann stricke ich wieder rechte Maschen bis rüber, bis zu meiner Wendemasche, hier ist meine Doppelmasche. Und jetzt stricke ich die Doppelmasche ab, stricke eine Masche danach, drehe wieder um, mache meine Doppelmasche und stricke wieder zurück links bis zu meiner Doppelmasche hin. So, da kommt sie, die Doppelmasche, da ist sie. Die stricke ich links. Stricke eine weitere links, drehe um, mache meine Doppelmasche und stricke jetzt wieder rechts bis über die Doppelmasche drüber. Eine Masche mehr stricken und die nächste Masche zur Doppelmasche machen. Also hier siehst du es nochmal. Da ist meine Doppelmasche. Die stricke ich ab. Dann stricke ich eine Masche mehr, mache die zur Doppelmasche und so geht es jetzt auch wieder hin und her. Und zwar bis ich rechts und links die letzte Doppelmasche hier vor der vorletzten Masche habe. Und dann, bis dahin mache ich mal vor und dann zeige ich dir nämlich, wie es weitergeht und wie du die Kapuze beendest. So, ich habe alle meine Maschen abgearbeitet. Hier ist meine letzte Doppelmasche und auf der anderen Seite ist auch hier meine letzte Doppelmasche, die vorletzte Masche. Da ist sie. Da ist sie. Und jetzt sieht das ganze Ding schon natürlich aus wie eine Kapuze. Und dadurch, dass wir das so ein bisschen gestrickt haben wie eine Sockenferse, faltet die sich auch ganz gut zusammen. Das ist nämlich ganz vorteilhaft. Dann liegt die nicht so uselig da hinten an. So, jetzt arbeiten wir uns hier rüber zum letzten Rand. So, dann arbeite ich meine Doppelmasche ab. Und jetzt habe ich hier die Maschen aus meinem Ausschnitt da und die Maschen von vorhin, wo ich gerade hochgestrickt habe und meine Zwischenrunden. Und da nehme ich jetzt wirklich aus der Seitenkante hier und zwar aus jeder Masche. Normalerweise nimmt man ja immer nur aus jeder zweiten Reihe, aber ich nehme hier aus jeder Reihe eine Masche auf und ich gehe da wirklich immer in das Zöpfchen rein. Siehst du, hier in die Mitte vom Zöpfchen gehe ich rein. Da. So. Und dann ist da das nächste. Das sieht man eigentlich auch ganz gut, wenn man sich das so ein bisschen aufzieht. Und dann hole ich mir wirklich aus jeder Reihe eine Masche raus. So, das mache ich natürlich, bis ich unten bin. So. Hier bin ich auf der Ecke angekommen. Siehst du? So. Da hängt mir mein Dings drin. So. Da muss ich noch rein. Huch. Da muss ich noch rein. Nee, das war sie nicht. Da muss ich rein. Und jetzt hier auch am Rand. Schön bei den Randmaschen gucken, dass man wirklich auch die Maschen schön erwischt. Ja, immer hier so in das seitliche Zöpfchen rein. So, jetzt bin ich gleich unten angekommen. Genau. Zwei habe ich noch. So. Jetzt bin ich hier auf der Ecke. So sieht das aus. Dann drehe ich um und stricke alle Maschen inklusive der ersten Masche
links bis zur anderen Seite rüber. So, und dabei, wenn du jetzt das Muster machen möchtest, unser Muster, was wir hier drin haben, dann nimmst du außer hier haben wir die Maschen schon zugenommen, dadurch, dass wir wirklich aus jeder Masche eine aufgenommen haben. Aber wenn du hier am Kopfteil angekommen bist, da wo deine Kapuze ist, nimmst du jetzt wieder aus jeder sechsten Masche, machst du eine siebte. Das heißt, du verdoppelst wieder jede sechste Masche, um einfach wieder die Verbreiterung zu bekommen für unser Hebemaschenmuster. Wenn du jetzt hier einfach das Hebemaschenmuster nicht stricken möchtest, sondern nur einen ganz normalen Rippenrand zum Beispiel, dann kannst du das auch machen. Dann strickst du einfach hier keine Zunahmen, sondern arbeitest halt einfach weiter fort. So, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite gleich angekommen. Also ich möchte jetzt hier ein Rippenmuster stricken. Das heißt, ich nehme mal keine Maschen zu, um dir die Variation zu zeigen. So, da ist mein Hasenöhrchen da. Das stricke ich natürlich zusammen ab. So. Jetzt kann ich das hier ein bisschen durchziehen, damit mir das nicht zu eng wird auf der Nadel. So. Und da kann man, wie gesagt, sieht man hier die Kapuze schon recht gut. So, dann nehme ich auch hier aus der Seitenkante meine Maschen auf. Und wenn du die aufgenommen hast, dann strickst du einfach immer in Hin- und Rückreihen entweder die Kante von unserem Hebemaschenmuster. Das ist eine Variante. Oder eben du strickst ein ganz normales Rippenmuster. Das mache ich nämlich, das Rippenmuster stricken. Und dann zeige ich dir gleich noch, wie abgekettet wird und wie du das dann hier unten verbindest. So. Das heißt, du machst jetzt hier nichts weiter, außer in Hin- und Rückreihen eben unser Muster stricken. Wenn du ein Rippenmuster strickst, dann muss das Rippenmuster insgesamt so breit sein, wie hier unten deine Lücke ist, die du gelassen hast. Ja? Also wenn du da 8 Maschen Breite gelassen hast, dann musst du halt auf jeden Fall mindestens 8 bis 10 Reihen stricken. So, ich stricke jetzt hier mal ein ganz normales Rippenmuster hin und her und dann zeige ich dir gleich, wie das aussieht und wie du das da unten befestigst. So, ich habe jetzt hier meine Kapuze gestrickt. Ich habe mal ein Rippenbündchen gestrickt, wie ich dir schon gesagt habe. So sieht das aus. Und ich habe hier die ersten Maschen auch schon mal abgekettet. Und wie du siehst, ist das richtig schön elastisch. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Denn die anderen Maschen hast du ja schon abgekettet. Und das isländische Abketten hier von unserem Rand hier unten, das kennst du auch schon. Das findest du hier im Kanal. Und wenn du das jetzt hier ein Rippenbündchen gemacht hast und für die Kapuze schön abketten willst, dann geht das folgendermaßen. Ich habe da meine erste Masche schon gestrickt, strick die nächste in dem Muster, in dem sie erscheint, also ist eine rechte. Dann stricke ich die rechts, dann nehme ich die beiden zusammen auf die linke Nadel und strick die nochmal rechts verschränkt ab. Also nochmal rechts und dann zusammen rechts verschränkt abstricken. Na, jetzt will er das nicht. So, komm her. Zack. Wenn ich jetzt eine linke habe, dann stricke ich die zuerst links und steche auch wieder mit der linken Nadel ein und stricke die wieder rechts verschränkt zusammen. So, und so mache ich das, bis ich insgesamt alle Maschen abgekettet habe. So. Das habe ich geschafft. Und dann kann ich hier durch die letzte den Faden nochmal durchziehen. Und dann kann ich den abschneiden und dann lasse ich den auf jeden Fall ein bisschen länger, denn wir müssen jetzt mit dem Faden zusammen nähen. So, durchziehen.
So, abgeschnitten ist der Faden. Meine Nadeln brauche ich jetzt nicht mehr. Aber hier noch meine kleine Lanze für die tollen Rosenholznadeln von Pony. Die sind zwar nicht ganz so spitz, trotzdem gut spitz. Und das Seil liegt wirklich gut und schön glatt und lässt sich super stricken. Also ich mag sie sehr und kann sie auch nur sehr empfehlen. So, Kapuze ist jetzt da und fertig. Und du siehst, durch das Abketten hier schön locker, ne? So. Und jetzt haben wir hier unten meinen Abschlussfaden. So, den nehme ich jetzt auf meine Nadel, den Faden. Zack. Nicht zu weit durch. So, und jetzt lege ich hier meine Kapuze, meine Teile. Hier unten habe ich das Stück, was ich offen gelassen hatte. Und da lege ich auf der einen Seite das Stück hier drüber. So. Und auf der anderen Seite lege ich das Stück überlappend drüber. Das heißt, ich lege die beiden übereinander. So. Ne? So, übereinander. Und der, mit dem ich abgekettet habe, liegt oben. Und dann ist hier unten meine offene Öffnung. Und da nähe ich jetzt erstmal einmal rein durch alle Schichten. So. Und dann nähe ich das hier so zusammen, dass ich mir hier von hier unten die rechte Masche greife und da unter der rechten Masche durchgehe und hier oben einmal durch die Lagen durch, einmal nach unten und dann auch in der rechten Masche wieder rauskommen, anziehen und hier wieder durch die rechte Masche durch und das gleiche hier oben auch durch beide Lagen durch und anziehen und dann hier unten ebenfalls durch beide Lagen durch, anziehen, hier auch durch beide Lagen durch. Und anziehen. Und dann siehst du, dass du das hier schön festgenäht hast, schön gerade festgenäht hast und dass man hier von der Naht überhaupt nichts sieht. Du siehst, hier ist der Seitenrand, der ist da dran. Aber von der Naht an sich sieht man nichts. Und so sollte das auch sein. Und dann kann ich jetzt hier den Faden noch vernähen. So, das mache ich ja immer von rechts. Den kannst du auch im Steg der Kapuze vernähen. Zack, weg ist er und schon ist unser Kapüzchen mit der Überlappung hier vorne fertig. So. So sieht die dann aus von der Seite. Und jetzt haben wir hier unseren kleinen Rotkäppchen-Pullover. Die Kapuze trägt jetzt hier so ein bisschen auf, weil die so klein ist. Aber wenn ich die hier nach hinten lege, dann siehst du, die legt sich auch ganz gut hin, weil die eben so gestrickt ist wie eine Sockenferse. So sieht das Ding aus. So ist es fertig. Und so sollte dann halt auch dein Pullöverchen fertig sein. Und ich hoffe, unser kleiner Knit-Along hat dir Spaß gemacht und du hast jetzt Spaß am Raglan-Stricken und machst öfter Raglans. Und ich freue mich natürlich über deine Bilder in meiner Facebook-Gruppe und über deine Berichte, Fragen, Wünsche, Anregungen immer unten in die Kommentare, das weißt du. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.